Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es wieder ein kleines Unpacking für euch, denn ich habe Post bekommen. Und zwar ist das dritte Shadow Dragon Paket aus dem Oettinger Verlag bei mir angekommen. Und ich bin schon ganz gespannt darauf, es auszupacken und zu sehen, was dieses Mal wohl wieder darin ist. Am allerliebsten habe ich ja als bisher dieses Konfetti in den Paketen gehabt. Also, nein, mir hat bisher alles sehr gut gefallen, was in den Päckchen mit drin war. Aber ich bin so ein kleiner Konfetti-Fan und ich liebe es, Unordnung in meinem Zimmer zu machen. Das Aufräumen ist dann im Nachhinein wieder eine andere Sache, aber ja, gut. Jetzt machen wir erst einmal hier das Päckchen auf. Zack. Also dieses Cuttermesser, das ist von einer lieben Abonnentin, die mir das damals mal zugeschickt hat. Und ich liebe es einfach, es ist so scharf. Man muss da auch gut aufpassen, dass man sich nicht schneidet, aber es ist wirklich so scharf, es schafft wirklich alles aufzumachen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, falls du das siehst. Und jetzt sollte das Päckchen eigentlich... Ja, es ist offen. Also, tabalata. Ihr seht wieder zuerst, was drinnen ist. Es ist wieder sehr blau. Okay, wie die letzten paar Male auch. Und ich sehe wieder Gottverdi. Ja, okay, gut. Kim, beruhig dich. Oh, ich liebe es einfach. Aber gell, ich habe ja nach dem letzten Unpacking 2 Wochen später noch in meinem Zimmer in jeder kleinen Bettritze und weiß was ich wo überall dieses Konfetti-Zeug gefunden. Auch nach dem Drehen des letzten Unpackings hatte ich noch ganz viel Konfetti im Haar. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gesehen habt am Schluss, aber ich bin dann nach oben gegangen zum Mittagessen und meine Familie guckt mich so ganz komisch an am Tisch und sagt so, ja, du hast da was. Ich so, hä? Das war das Konfetti. Oh, ich liebe es einfach. Und tschüss. Jetzt muss ich nachher wieder staubsaugen. Okay, gut. Wir entfernen mal das blaue Zeug hier. Und, ich sehe schon was. Schaut mal. Als ob ich es gewusst hätte heute, habe ich mir ein rotes T-Shirt angezogen. Und da sind so rote Sachen drin. Ich wüsste gerne, was das ist. Aber als erstes packen wir dieses Pergamentröllchen wieder aus. Zack. Und schauen, was dieses Mal so drinnen steht. Es ist wieder viel Text. Also, Report aus dem River Kingdom, Ausgabe 3. Dein Auftrag als Bote des River Kingdom nähert sich seinem Ende. Schnief. Doch ein großes Ereignis steht dir noch bevor, die Krönung des neuen Kaisers in der Hauptstadt. In wenigen Tagen bricht die königliche Delegation des River Kingdom auf und beginnt die Reise in die Mitte des Reiches zur Kaiserstadt. Und du wirst dich ihr anschließen. Und dann stehen da Hintergrundinformationen zur Kaiserkrönung, die ich mir nachher wieder alleine zu Gemüte führen werde, denn das ist doch eine ganze Menge. Aber ich freue mich schon darauf. Es ist jedes Mal wirklich echt spannend zu erfahren, mehr Informationen zu erfahren, um was es in diesem Buch denn dann schlussendlich gehen wird. Und ich freue mich wirklich auf diesen Titel. Wirklich, ich bin sehr gespannt. So, auch dieses Mal ist wieder ein süßes kleines Lesezeichen mit dabei. Jetzt habe ich schon 3 davon. Aber Lesezeichen kann man ja nie genug haben, nicht wahr? Wo mache ich dich hin? Ich habe ja so ganz verschiedene Tassen in meinem Bücherregal stehen und da sammle ich jedes Mal Lesezeichen drin. Und mittlerweile habe ich glaube ich schon 3 oder 4. Da ist ganz schön viel Staub am Boden. Ich liebe Lesezeichen. Gut, dann gucken wir, was hier so als nächstes ist. Dieses Mal ist eine Leseprobe mit dabei. Sehr cool. Mit Gewinnspiel steht da vorne drauf. Und sogar ein Bild von der Autorin ist dieses Mal mit in der Leseprobe. Die sieht sehr sympathisch aus. Lächelt sehr sympathisch. Und da sieht man schon teilweise die Cover von den nächsten 2 Teilen. Die sehr ähnlich aussehen wie Teil 1, aber mit anderen Farben. Also das erste ist ja so bläulich gehalten mit einem Mädchen in einem roten Kimono. Und hier haben wir dann einmal lila mit gelbem Kimono und gelb mit blauem Kimono. Wer Kunst als Leistungskurs in der Oberstufe hatte, weiß, dass das teilweise so
wie heißt das, Komplementärfarben gewählt worden sind. Gelb und lila, blau und gelb, passt sehr gut. Sehr cool. Ja, gut. Die werde ich mir nachher auch durchlesen. Ich liebe Leseproben. Und dann haben wir hier einmal, das sieht aus wie ein Lampignon und Konfetti. Ups. Ein Lampignon. Oh, ich liebe Lampignons. Oh, der lässt sich sehr schwer biegen. Cool. Mega cool. Wo hänge ich mir den jetzt hin? Und da ist so eine Büroklammer noch dran. Daran kann man das vermutlich dann aufhängen. Sehr cool. Muss man da irgendwie noch ein Licht reinmachen oder so? Oder ist das einfach so zum Aufhängen? Da ist nämlich, normalerweise ist doch in diesen Laternen für, ups, jetzt bleibt er zu. Ich habe ihn irgendwie zubekommen, voll cool, ohne es zu wissen. Normalerweise ist da am Grund von den Laternen oder Lampions ja so ein Löchlein, wo man eine Kerze einstecken kann, da ist aber keins. Ich schätze mal, dass man dann vielleicht irgendwie eine Lichterkette oder so da drin platziert oder es einfach so aufhängt. So besteht auch nicht die Gefahr, dass ich das Ding irgendwie aus Versehen abfackle. Ja, Kim und Feuer, nee. Sehr cool. Und, ups, jetzt habe ich es am Boden eingedrückt. So. Und in Rot, ich liebe Rot. Okay, und jetzt sehe ich, dass da noch eine Sache drin ist. Ein rotes Etwas, ein Schächtelchen, das relativ schwer ist. Machen wir das mal auf. Ich glaube, Leute, ich weiß, was es ist. Ein Fächer! Oh mein Gott! Wie cool! Ich liebe Fächer. Und warum bekomme ich den jetzt, wo es wieder kälter wird? Ich hätte es im Sommer so gut gebrauchen können. Shadow Dragon. Oh mein Gott, okay, das ist definitiv bisher mein Lieblingsutensil aus dieser Box. Also aus den drei Boxen bisher. Voll cool. Ich liebe Fächer. Oh yeah. Voll cool. Ja, den hätte ich definitiv im Sommer in der Marketingabteilung gebrauchen können. Als es dann immer so heiß war zwischendurch, hätte ich mich da hinsetzen können. Oh, meine Haare. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Oettinger, für diesen tollen Fächer. Ich liebe ihn. Ja, gut. Das war's dann. Hier ist jetzt nur wieder sehr viel Konfetti. Und das werde ich natürlich jetzt wieder im Zimmer verpusten. Und sonst war's das. Genau. Wunderbar. Jetzt kann ich den ganzen Boden wieder putzen. Egal. Ja, das war's zu diesem Unpacking. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wieder wie mir. Ich schätze, jetzt kommt noch eine Box oder so. Und wir haben ja jetzt auch schon September. Im September soll das Buch ja erscheinen. Also sind wir gespannt, was in der nächsten, in dem nächsten Päckchen drin ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und bei was auch immer ihr sonst so macht. Tschüss.